So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Banished hier auf meinem Kanal von PS Rangestein. Ja. Wie ihr seht, mir fehlen momentan die Leute. Deswegen baue ich jetzt hier oben nochmal zwei Häuser hin. Ja, ich baue gleich die drei hier hin. Ich müsste ja eigentlich genug Nahrung haben, damit ich nicht mehr Leute übersetzt bekomme. Ich muss ja die anderen Produktionen ein bisschen leiden darunter. So. Hier dürfte ich Peaches anbauen. So ein Deko-Zweck. Und hier oben kommt erst Neubaugebiet hin. Da brauche ich jetzt einmal neue Labore. Ein Kind, nur ein Kind. Ich habe freie Häuser bald wieder. Das heißt, die Einwohner müssten bald alleine steigen. Da werden jetzt eh nochmal neue gebaut. Eine, ja gut. Lass der Peaches ruhig anbauen. Hier fehlen mir drei Leute dazu. Auch das ist mir klar. Ich hoffe jetzt mal, dass die Studenten hier bald fertig gelernt haben. Nahrung habe ich zum Glück momentan im Überschuss. Könnte ich mir sogar überlegen, ob ich ein Feld stilllege. Was ich glaube ich sogar machen werde. Ein Kornfeld werde ich stilllegen. Das hier wird stillgelegt. Alle kann ich jetzt abziehen. So. 6 da rein. Zum Bauen schnell. Dann Forester. Und jetzt die Mine wieder bestücken. Und den Steinbruch. So. Ich lasse einen auf Tasche, falls mir der Teacher stirbt. Nicht, dass alle Schüler dann auf einmal weg sind. Das ist nämlich sehr ärgerlich. So. Hier hinten werden fleißig Häuser gebaut, wo auch direkt Leute einziehen. Sehr, sehr schön. So soll das sein. So habe ich es mir gewünscht. Ein paar Nomaden würde ich mir jetzt gern wünschen. Ja, ich habe viel zu wenig Kinder gehabt. Das war mein sehr großes Problem. Aber es sieht jetzt ja schon wieder besser aus. 6 Kinder, 4 Studenten. Ich würde es ganz trotzdem auf 10 und 12 haben oder 10 und 14. Hier wieder abziehen. Dürfen sie hier weiterarbeiten. Firewood ist low, nein. Wie war denn jetzt hier drin? 750, okay. Daraus zieht er also nicht mehr. Hervorragend. Hier auch noch Loks drin. Also können sie wirklich voller Kraft arbeiten. Da kann ich mal einen Weg zwischenbauen. So. Gut. Ich brauche mehr Forester nachher. Weil ich sehe mein Holz schon zu Neige gehen. So. Nein. Nicht meine Schafe. In dem Fall darfst du doch weiter arbeiten. Ja.
die alle abschlachten. In der Hoffnung, dass das Essen dadurch nicht verunreinigt ist. Ja, schlachte sie alle. Gut. So, zweifache Geschwindigkeit spiele ich jetzt wieder weiter. Firewood. Echt low. Die kriegen doch, die müssen noch Kinder kriegen. Sehr, sehr schön. Ganz alle so, als würden wir bald alle wegsterben. Ich habe mich nicht rechtzeitig um Nachwuchs gekümmert. Nein. Gut, aber wenigstens. So, und ist die Plage gleich vorbei. Einen Arzt wollte ich noch bauen. Das kann ich auch erst machen, wenn ich wieder mehr Leute habe. Ja, doch, fünffache Geschwindigkeit. Händler. Mal sehen, was der Gutes für mich hat. Firewood ist low, ja. Das weiß ich. Sechs Schafe leben noch. Ein Trader. Das bringt mir an den Chickens. Gut. Habe ich auch noch einen Trailer? Einen Trailer habe ich. So. Soll ich einen bezahlen? So. Ich hoffe, mir reicht ein Chicken. Passt es nämlich recht gut, dass hier leer ist. Und dann hier durch die Chickens rein. Gut. So, und Early Spring. Muss ich schauen, woher ich Leute kriege. Aha, einer ist aus der Schule schon nachgerückt. Sehr schön. Meiner brauche ich nicht mehr. Ja. Stone Cutter. Hier wird 16 Stück. Gefällt mir schon mal sehr gut. So. Ich hoffe, es funktioniert mit nur einem Chicken. Und nicht, dass ich dafür mehr brauche. So. Hier arbeitet alles auf Volllast. Das gefällt mir. Firewood ist low. Ne, ich habe kein Firewood verbraten, ich wollte gerade sagen. Ich habe Tools verbraten, aber die kann er mir auch wieder herstellen. Ich brauche dringend jetzt einen neuen Taylor. Gut. Einen Schüler habe ich nur dafür 8 Kinder. Sehr, sehr schön. Und ich habe ein Feld stillgelegt. Ich hoffe, auch das passt noch. Jetzt meine. Oh, es dürfte aber eng werden, wenn mir hier meine eingegangen ist. Schafsproduktion. Aber ich denke, es reicht noch. Ich habe auch wieder einen Taylor. So. Schule sind. Haben ja bald wieder neue Schüler. Educated Schüler sogar. Gut. So. Da hinten ist das Hühnchen.
Ist nur die Frage, ob sie es vermehrt. Alleine. Oder ob ich da jetzt einen großen Fehlkauf gemacht habe. Nee, ich mir nicht nur ein Hühnchen gekauft habe. Die produzieren dafür das erste Jahr mal mit. Das gefällt mir sehr gut. Hier hinten wachsen jetzt Bäume, Pfirsichbäume. So. Man muss schauen, wo der Arbeiter wohnt. Das geht noch. Sehr schön. So. Wenn jetzt noch Nomaden kommen würden, wäre ich super glücklich. Mein Firewood steigt wieder. Sinken meine Baumstämme. Weil da ist wohl noch genug lagernd. Early Summer. Bauen. Nein, ich habe das Ganze verschoben. Ja, das Ganze ist verschoben. Mist. Ich habe mit allem eins runtergemusst, egal. Ja, machen wir es so rum. Angeschlossen ist angeschlossen. Dann brauche ich auch schon Bilder. So, die ersten Kinder davon. Die 0002 Kinder. Gut. So gefällt mir das. Ich glaube, bis 15 sind sie in der Schule. So. Ja, das ist das neue Kaffhausen. Da fehlen Forester. Habe ich eigentlich genug? Der Herbalist ist sowieso am Limit. Gerber darf noch produzieren. Ne, da fehlt ein Jäger. Ja, Jäger habe ich definitiv zu wenig. Aber egal. Na, obwohl doch, ich brauche noch einen Jäger dafür. Gut, die sind bereits wieder bei der Ernte. Der erntet auch gleich das erste Mal. Pflaumen aus eigener Herstellung. Ja, das funktioniert schon mal mit den Chickens. Gut, die produzieren fleißig Pflaumen mit. Gut. Firewood steigt wieder kräftig. Ich habe einen Laborer. Dann wage ich das jetzt, hier oben ein neues Town aufzumachen. Drei Hütten erstmal. Warte ich, bis jetzt abgeerntet wurde. Das hat nicht ganz so der Fall ist. Gut. Die Pflaumen produzieren hier. Ja, produzieren auch eine Menge Pflaumen. Sehr schön. Damit bin ich auch zufrieden. So.
Sie ernte den Rest noch ab. Bilder erstmal. Stonecutter. So. Gut. Euch fehlen noch Stein und Holz. Wobei ich Holz hier sogar lagernd habe. Könnt ihr ihn ja auch alles hier aus dem Marktplatz holen, sobald er mal fertig ist. 3,7. Das steigt langsam wieder an. Vor allem, wenn die neuen Häuser ja fertig sind. Jetzt habe ich momentan einen Umweg zur Arbeit zu gehen, aber gut. Da brauche ich erstmal nicht. Kann ich noch aufstocken, werde ich ja früher oder später aber auch brauchen. So, jetzt habe ich da gleich Leute einziehen. Firewood habe ich genug, Nahrung habe ich genug. So, noch was leer. Perfekt. Perfekt. Das funktioniert schon mal. Die sind auch in einem Alter, wo sie noch wunderbar Kinder kriegen können. So. Gut. Das heißt, einmal abwarten. Early Winter. Darauf, dass ich noch mehr Leute wieder nachgezogen kriege. Fleisch sehr gesund. Die sind ein bisschen ausgeglichener. Gut, ich brauche einen Marktplatz, sonst können sie nicht vernünftig versorgen. Den muss ich jetzt leider bauen, auch wenn er mir Stein nicht reicht und fast gesamte Eisen wegklaut, aber es hilft nichts. Der muss dahin. Dafür dürft ihr hier hinten Collects down machen. Mal den ganzen Stein weghauen, der hier rundherum steht. Ein bisschen Eisen dürfte er noch sammeln gehen. So, da habt ihr nämlich noch ein bisschen Stein und da habt ihr hinten auch einen Marktplatz. Late Winter, Nahrung passt noch, wird zwar ein bisschen weniger, aber ich denke, das kriege ich nachher aufgefangen. 3 von 32, das passt. Der hier ist noch voll am Arbeiten, einen Arzt bräuchte ich unbedingt. Und eine Kirche, damit meine Leute ein bisschen glücklicher werden. Ein Kind, der wurde alleine drin, der wurde auch nur noch alleine drin. Also ich habe momentan Häuserüberschuss, wie es aussieht. Gut. Dann hoffe ich jetzt bald mal, dass Nomaden kommen. So rein zufällig. Ist ja sehr, sehr schön, nämlich. Kann ich nicht die Produktion noch ein bisschen... Kann ich nicht noch ein paar mehr Menschen. Early Spring. So, was meine ich noch schnell? Dann gibt es eine neue Folge. So,
So, Bilder 2 lasse ich mal. Gerber brauche ich noch. Fisherman habe ich gar keine. Hunter 1 will ich drin lassen. Lasse ich auch alle drin. Kann ich momentan nur hier welche abziehen. Gut, wenn jetzt die 5 aus der Schule rauskommen, denke ich, kann ich auch wieder die Felder in Betrieb nehmen. Vor allem hier oben kann ich sie dann mal in Betrieb nehmen. Und dann müsste ich auch bald genug Leute nachgezogen haben. Ein Trader, was will er mir verkaufen? Chickens habe ich schon. Und hier will ich auch eigentlich noch Kills haben. Tut mir leid, Chickens habe ich schon. So. Genau, ich wollte eine neue Folge anfangen. Bis dahin.